Hey Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zum neuen Video. Ja, wir werden jetzt die Neuzugänge aus Hamm füttern. Sind ja ein paar Spinnchen. Könnte also was länger gehen wie üblich. Also, ja. Ich habe den Sebi auch hier, mein Kumpel. Der wird mir ein bisschen helfen, ein bisschen mitfüttern. Und ja, wird cool. Viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Leute, wir starten jetzt mit den Eupri Nichus Bacillifer. Habe ich abgelesen, ist mir egal. Ich bin ehrlich. So. Das ist so die Frage. Die Größe müsste eigentlich passen, ne? Boah, ist schon groß. Ich war gespannt. Die Frage ist halt, ob sie du das auch nehmen, ne? Klein, Mann. Gucken wir mal. Sind sie denn? Die Frage ist halt auch, ob man die überhaupt so füttern kann. Ich hatte ja noch nie welche. Ich muss einfach mal rein. Denn ist halt eine. Also von der Pinzette werden die, glaube ich, nicht nehmen. Na, da ist er. Dann glaube ich auch nicht. Ich hab's schon mitgekriegt, oder? Ne. Ein bisschen aufgescheucht, ne? Ja. Ich brauche die Ruhe. Na, es sieht schon, guck dir mal an, wie die auf Kamera aussehen. Auch nochmal viel besser wie in echt. Das ist die Belichtung halt besser, ne? Das hier jetzt. Oh, das ist einfach der Wahnsinn. Freue mich halt schon richtig, wie die aussehen mit 5 cm Körperlänge. Wie viele haben wir jetzt drin? Naja, noch nicht ganz, glaube ich. Ich glaube, die gehen eher auf so kleinere vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Power haben, mit ihren kleinen Zangen da so eine große auseinanderzunehmen. Das ist der Punkt, ja. Machen wir noch ein bisschen Dubia Konfetti. Bup. Frage ist halt auch, ob die überhaupt an Schaden gehen. Da machen wir hier mal einfach ein bisschen. Denke ich schon. So, mal gucken, da ist ja gerade eine hintergelaufen. Also die jagen auf jeden Fall anscheinend, ne? Nicht ran, ne? Nicht wirklich, ne? Hat der was? Ich weiß, Freunde, ich werde das wahrscheinlich rausschneiden. Weil ihr seht ja gerade nichts. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Futtertier reingetan, oder? Das ist auf Ja, jeden Fall dann leuchtet interessant. die eine, die ist noch ein bisschen am Lauern. Ja, ne? Ich glaube, die brauchen einfach diese Dunkelheit komplett. Kann auch sein, ja. Ich glaube, gestern Abend habe ich einen auch hier rumlaufen sehen, das war richtig cool. Dann glaube ich, weiße Asseln genascht oder so. Dann habe ich auch noch Asseln extra reingetan. vollgestopft. Aber die sehen jetzt auch alle nicht so aus, als würden sie am Hungertuch nagen. Von daher mache ich mir jetzt auch nicht
sie den Kopf, wenn ich ehrlich bin. Die lauern da drauf, ne? Während auf die Jungs hier, die unten unten laufen, oder nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Zuletzt vor 20 Jahren werde ich hier gesehen und gehabt. Ich will mir die anderen Arten auch noch auf jeden Fall holen, ne, jetzt wo ich die gesehen habe. Die werden zwar, glaube ich, kleiner, aber... Ich glaube, ich hatte diese Damon Diadema. Damon Diadema, ja. Damon Medius, Damon Diadema und die, das sind so die drei geläufigsten. Ah, okay. Das sieht so verrückt aus, ne? Ich überlege gerade, wie das damals mit der Fütterung war. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mit Heimchen gefüttert habe. Oder? Da sind die schon drangegangen. Vielleicht sind die jetzt auch aufgeschreckt oder so. Ja. Hier nochmal. Ach, das wird schon klappen. Mach nochmal ein paar kleine hier rein. Ein bisschen Konfetti. Dann wird das schon. So, Freunde, weiter geht's mit der Mega von Pema Robustum. Die hat ja hier schon ordentlich gebuddelt. Jetzt hier rückwärts auszupacken. Weißt du, hast du sie geschnappt, hast du gesehen? Wieder reingesprungen. Ja. Kam ein Stück zurück und dann. Schade, ist jetzt in sicheren Händen. Ja. Hat jetzt einen Freund fürs Leben gefunden. Der Tod und Schreien. Oh, passiert. So, nächste im Bunde, Chilobrachis nantanchiarum. Segus hier passen. Die Dubia ist immer. Nö. Ich bewege mich mit. Da kommt sie. Zack. Das sind auch wahre Biester, ne? So klein schon. So, weiter geht's mit 1.0 Brachypelma Boemei. So, nochmal. Ja, der hat Hunger. Zack. Da hat jemand richtig Kohldampf. Dann machen wir direkt frisches Wasser. War richtig hübsches Tier. So, jetzt kommen die beiden Chromatopelma cyanopobestis Kerle. So, ich habe gerade einen Hänger gehabt. Schauen wir mal. Ich habe natürlich auch Hunger. Ah, die fressen auch immer super, ne? Also sehr dankbare Fresser, und wie man guckt, haben halt schon ordentlich hier Gespinste gebaut. Ist ja Wahnsinn. Kann ich euch nur jedem empfehlen, die sind klasse. Nächste Runde. Sehr schön. Hat einmal einen so Kohldamm. Ich hatte das Ding ein Problem mit der Lichteinstellung. Da siehst du das die ganze Zeit so ein bisschen. Schwammig irgendwie. Aber ist so verrückt, ne, was sie hier gewebt haben in der Woche. Das ist einfach der Hammer bei denen, ne? Wie das dann auch in 2-3 Wochen aussehen wird. Einfach alles dicht, so wie bei der großen hinten. Ja. Hast du die Box schon gesehen, was sie gemacht hat? Die hat dann nochmal weiter übertrieben, ja, das ist der Wahnsinn. Wir haben früher auch mit denen immer extra so Terrarien mit ganz vielen Stöcken eingerichtet, ja. Dass sie auch da oben so ein Gespinst haben. Hab ich hier auch extra nochmal. Aber wie dann auch, warte. Bei denen funktioniert das dann auch. Wie die sich dann auch immer das Laub
hochziehen. Das soll ich mit einbauen. Ne? Da sind eigentlich nur so Stöcke. Und jetzt hat, der hat halt den ganzen Busch quasi mit geschleppt. Habe ich auch teilweise gesehen. Das sah voll lustig aus, wie da so eine kleine Spinne mit so einem riesigen Blatt rumläuft. Ja. Einfach richtig gut. Der nächste im Bunde. 0,1 Bachypermabohl Mai. So, jetzt mal reinschmeißen. Sagst du. Warte, ich mach größeres noch. Oh. Ja, so ein Buß. So. Sicher? Ja. Oh. Die ist aber auch eine nervöse. Ich glaube, einer in die Panik aus. Caro, was ist das hier? Du hast gesagt, die ist aggressiv. Also, das habe ich so nicht bestellt. Na gut, mach mal Klappe zu. Die ist schon süß, ne? Kleine Angsthase. Die wirst du ja schon kriegen. Aber schon niedlich, oder? Kleine Angsthase. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Mann. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Viele sagen ja auch, die haben ja gar nicht die Intelligenz, einen Charakter auszubilden. Aber ich finde halt schon, ne? Das ist halt von Tier zu Tier unterschiedlich. Wenn du die Dicke drüben anguckst, ja, die, ist halt so, Fall, ne? Die ist halt so No Fucks Given. Komm doch. Ich mache sie fressen, wenn du lecker bist. So nach dem Motto. Und ja, finde ich halt immer irgendwie lustig. So, nächste im Bunde. Pamphobetheus Antinous Big Black. Das Weibchen. Kannst ruhig nach mal das Weibchen packen, ne? Oh Scheiße, es ist doch ein bisschen klein. Ja gut, für die erste Meister wird schon passen, aber zukünftig reicht das nicht, ne? Ja, noch eine reintun direkt. No. Dann gehe ich in Zukunft lieber auf eine Fauchschabe oder so. Okay. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, du? Was denn? Dass das so zu klein ist? So zu klein? Das Becken oder die? Nee, das Futtertier? Das Futtertier. Also, okay. Dass die Dubias in Relation zu ihr so klein aussehen. Hat die sich die Zeit jetzt echt auch noch geschnappt? Ne, die sitzt da drunter, Alter. So. Aber rein theoretisch schafft die das. Na klar, mach ich jetzt auch keinen Kopf. War schon echt ein hübsches Tier. Hat die das genau das gleiche gemacht wie die Dicke von dir, ne? Die Apophysis. Auch das ganze Laub hat jetzt in die Höhle, siehst du das? Ja. Das hat richtig reingedrückt. So nach Motto, ne, geh weg. Weg hier. Die sitzt nicht in der Höhle, ne? Ne. Ja. Das ganze Laub hat unten reingepackt. Ja. Es ist halt so faszinierend, wie die Tiere damit umgehen, was man denen bietet. Das ist der Hammer. So, nächste Munde, Gramosola Pulchra 1.0. Zack. Oh, guck dir mal an. Ich finde das so geil, dass das auf der Kamera genauso rüberkommt wie in echt, ne? Der Hammer, das ist einfach ja, so schwarzes Schwarz. Das ist einfach wunderschön. Kann man gar nicht anders sagen, oder? Also, ich meine, ja, ich dachte mir, schönes Tier. Also danke nochmal an Gina. Ist halt auch echt der Wahnsinn, ne? Man dachte das halt auch, ich dachte das halt immer von Fotos. Okay, das ist auf jeden Fall wirklich schwarz, ne? Aber das ist einfach ein ganz anderes Level, das in echt nochmal zu sehen. Der Kontrast zu der Erde kommt auch richtig gut, ne? Und die ist ja schon dunkel. Sieht auch richtig gut aus. Ja. Das finde ich immer am besten, wenn das Licht so ist und die Kamera so ist, dass die Farben der Tiere so rüberkommen, wie sie in echt auch sind. Weil das ist halt einfach das Authentischste. Aber es ist halt wieder kaltweiß, ne? Mhm. Na gut. Wir gucken uns den jetzt nochmal an, aber ich mache für euch jetzt mal Pause. Voll. Jetzt gibt es erstmal den Happy Dance. Ach, die Schabe hält sich hier an der. Wie nennt man das eigentlich? Das sind ja die Dinger, wo die Eicheln dran wachsen, ne? Weiß ich auch nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man die Teile nennt. So, natürlich die nächste Munde. Gramostola Pulchra 0.1. Da könnt ihr sehen, wie sich jetzt auch wieder
was aussuchen hier aus der Leckertüte. Ah, die wird passen. Wie direkt auf Sendung ist, ne? Boah. Hat die was zu tun. Die hat auf jeden Fall Hunger. Alter. Das wird dir erst nicht zu spaßen. Nicht wenn du eine Schabe bist. Ne. Das finde ich auch so faszinierend, ne? Wie lange das dann anhält, dass die so komplett schwarz sind. Oder beziehungsweise die generell die Färbung haben. Das hält dann meist nur ein paar Monate, irgendwie so 2, 3, 4, 5, ne? Und dann sehen die ja wieder hässlich aus, in Anführungsstrichen, ne? Also nicht so, wie sie eigentlich aussehen. Und deswegen muss man das auch nutzen und Fotos machen, wenn sie hübsch sind. Lacht er heute. Und wenn die oft trocken gehalten werden, dann passiert das auch schneller, dass die ausfärben. Ach echt? Oder das verbleichen vielmehr. Auch gut zu wissen. Ja, Geduld ist nicht ihre Tugend, ne? Ja, ich muss da jetzt was machen. Ja, wo wir gerade über weiße Asseln gesprochen haben. Das ist auch immer echt praktisch, wenn die dann gefressen haben, ne? Dann machen die meist so diese Bällchen. Du siehst halt, wie die Asseln in die Bällchen gehen, das ausfressen. Und dann kannst du rausnehmen und das ist halt quasi nichts mehr, außer die Chitinpanzer. Mhm. Ich meine, die lassen ja auch nicht viel über, ne? Aber. Die ist auf jeden Fall heftig drauf. Ich hab Hunger gehabt. So, wir machen mal weiter. War das jetzt 1.0 oder 0.1? 1.0. Das ist 1.0 Terrafosa Blondie. Bitte sehr, die lecker die Tüte. Die? Da kannst du schon einen Ticken größer, oder? Guck mal, die da vorne sitzt, warte. So was, ja. Ja, machen wir schon was Größeres. Das sind Terrafosen, die ballern alles weg. So. Das ist in der Höhle, ne? Ich kann das einfach mal hier fallen lassen. Pass mal eben auf, ich hole mir eben Taschenlampe. Komm. Gibt schon Kontakt. Läuft, ne? Okay. Aber zu zweit macht es einfach noch mehr Fun. Hast du schon? Achso. Da sieht er so. Achso, krass, ne? Ohne Licht, siehst du ja nur die Füßchen. Da sitzt einfach schon so. Ist jetzt weggelaufen? Ja. Ah. Ja. Also, ne, schubst noch mich an. Aber wie schnell die aus sind, ne? Ich habe doch keine falsche Bewegung gemacht. Ja. Ich merke auf jeden Fall, dass Futter am Start ist. Ich habe gemerkt, dass da eine Spinne am Start ist. Das ist übrigens das, was ich letztens zu dir meinte. Mit, dass sie einfach schon solche Monster sind, in Anführungsstrichen, was Fressen angeht, schon in zwei. Das ist so verrückt. Ja. Also ich habe bei all den Arten, die ich habe, noch nie sowas erlebt wie bei den Terrafosa, Lasiodora und so. Schon von klein auf einfach so, Futter. Klein Terrier. Gut, die wird sie ja gönnen, dass aber hier eine falsche Bewegung macht. Hat sie. Und Action! Das war direkt. Wie schön die auch aussehen, ne?
Wie eine Kellerspinne. Ja. Diese Hauswinkelspinne. Ja, ne? Nur ein bisschen fluffiger. Das finde ich auch immer so lustig, dass so viele Leute sagen, die verfüttern keine Dubias, weil die sich nicht bewegen. Irgendwann bewegen sie sich und die Spinne schnappt sich die. Also das ist halt für mich einfach gar kein Argument. Nee, auch nicht, ja. Oder hast du schon mal erlebt, dass die Dubia nicht gefressen wurde? Also bei mir früher oder später immer. Spinnen haben Zeit. Ja, ja, weil wir dann, so viel wie eine Dubia. Ja. Ja. Weil wir die dann größer sind und das schon wissen, ne? Also bei meinen Mädels, selbst wenn die sich nicht bewegen und die merken, so das ist die, hauen die einfach trotzdem weg. Manchmal merkst du auch, wie du ja. einfach anstupst oder so, ne? So. Und dann zuckt sie und dann. Das ist schon verrückt. Aber den Kleinen habe ich halt immer voll Schiss, dass sie nicht fressen, aber wird schon werden. Die haben ja auf jeden Fall Interesse. Und so groß sollte es ja auch nicht sein. Nur bei ihm mache ich mir ein bisschen Sorgen. Der jetzt halt abgehauen ist vor der Schabe quasi. Da gucke ich einfach morgen nochmal. Also gibt es nochmal was Kleineres. Das kriegen wir schon hin. So, jetzt kommen wir zum Therophosa apophysis Männchen. Den mal dulden. Guck mal, ob das will. Steigt. Der steht ja gut im Futter. Das ist halt die Frage, war das ein Geh weg oder gibt das Futter her? Ja. Er hat auf jeden Fall auch schon ein Spermanetz gebaut. Keine Reaktion. Ich glaube eher, das war ein Gewicht, ne? Naja, sieht doch gut genährt aus, würde ich sagen. Hast du dann die Props an dich? Super genährtes Männchen. Das ist die Frage, lass mir die Schabe jetzt runter, nehmen sie raus. Ich glaube, er wäre nicht ganz amused, wenn wir die jetzt wegnehmen. Die unter ihm sitzt. Das ist auf jeden Fall perfekt, dass er sich jetzt aufgeladen hat. Weil dann kann ich jetzt noch 2-3 Wochen warten mit der Dicken. Und ihn dann verfüttern. Nein, Spaß. Ja. Versuchen zu füttern. Also ich werde sie auf jeden Fall so 2-3 Mal füttern, bevor ich es versuche. Weil du weißt ja, die hast du ja jahrelang, du hast sie aufgezogen. Also wie dir einmal auf die V-Schrauber drauf geklatscht ist, ist das glaube ich die sichere Variante, oder? Ja, 2-3 V-Schrauben rein. Oder sowas. Damit die wieder so einen Stand hat, wie wo es wir von dir gekriegt haben, was halt gut gefüllt ist. Tennisball. Ist das eigentlich krass, was sie zulegen, wenn sie Eier ausbilden? Bestimmt, ne? Eine Therophose. Weiß ich auch nicht so. Stimmt, du hast ja bei ihr versucht, sie hat den Kerl gefressen, ne? Das war erzählt, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Weil, das haben wir jetzt nicht gesagt. Mach dir keinen Kopf, du schaffst das. So, mal gucken. Sie hat sich ja weiterentwickelt. Ja, sie ist nicht mehr die, die sie damals war. Früher geworden. Da hat sie mittlerweile Kinderwunsch. Biologischen Übertrieb. Die war von 2017, ne? Eine Nachzucht. Ich glaube schon, ja. Ah, okay. Sonst habe ich den Leuten einen Scheiß erzählt, deswegen frage ich nochmal. Ja, Freunde, hier ist eigentlich das subadulte Apophysis-Vibe drin, was ich neu gekriegt habe. Ja, dann machen wir jetzt nur eben das Blatt raus, machen neues Wasser rein und ja. Weil scheinbar möchte die Gute sich häuten und da wollen sie auch gar nicht mehr stören. Auf jeden Fall möchte sie ihre Ruhe, ja, ganz klar. Und dann lassen wir uns mal überraschen, dass sie wieder rauskommt. Da hilft kein Schütteln und kein Tropfen, Klopfen. In die Hose geht dann jetzt ein Tropfen, ne? Ja, Freunde, wir stellen dann die Tierchen eben weg und dann sehen wir uns zum Abschluss. So, Freunde, hier noch ein kleiner Nachtrag zum Fütterungsvideo. Die Bazilifia haben Beute geschlagen. Sehr, sehr cool. Also, Schaben werden angenommen. Perfekto. So kann es weitergehen. Ja, ihr Lieben, noch eben fix die Abmord habe ich vorhin vergessen. Und ich gehe jetzt gleich ins Bett. Erkältung kriegt immer noch hart rein. Ich wollte eigentlich noch andere Videos für euch machen. Bezüglich noch weitere Fütterungen aufnehmen, aber das mache ich morgen am Sonntag in Ruhe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch
viel Spaß. Schaut euch gerne noch andere Videos auf meinem Kanal an. Falls ihr das erste Mal hier seid, lasst gerne ein Abo da. Ja, Like, Kommentar ist auch immer ganz nett. Ihr könnt mir alle Fragen stellen. Ich werde euch versuchen, bestmöglich zu helfen. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.